das Heilen, das habe ich jetzt in letzter Zeit ziemlich oft angewendet. Also das kann man super gut gebrauchen. Lass mich mal in Ruhe. Das ist die Coldbombe. Achso, das ist zum Heilen. Ja, schön. Hätte ich mir mal vorher durchlesen sollen. So. Du kannst das mal einsammeln da. Das Aluminiumbergungsgut. Und ich laufe schon wieder weg von der Wand. Es tut einfach nur noch weh. Noch mehr Rohstoffe, cool. Ich möchte aber lieber Kristalle haben. Zum Beispiel. Ne, Iralam-Kristall brauchen wir nicht. Wir brauchen echt den Rubat-Kristall. Da wollte ich gerade schon wieder husten. Ich glaube, ich muss echt mal jetzt kurz wieder den Ton ausmachen und husten. So, da bin ich wieder. Was ist denn das da? Was sind... Ja. Komm, schnappen wir uns einfach mal die Gegner hier. Die sind nicht so schwer. Achso, die Gegner, die sind auch ein Questchen. Das ist gut. Das ist sehr schön. Ich hatte sowieso vor, die alle zu töten. Also dann... Machen wir wenigstens schon mal die Quest. Das ist doch gut. Also ein Abonnent meinte ja auch, wir sollen alle Quests hier auf Taris machen. Oder alle, die wir halt schaffen. Wahrscheinlich meinte er die Heldenmission nicht unbedingt. Weil er hat auch den Soldaten gespielt und ist danach nach Nar-Shaddaa geflogen und war da ein bisschen unterlevelt, hat er gemeint. Deswegen... Sollten wir das hier schon auskosten. Die leichten Gegner. Ach du Scheiße, was kommt denn hier für ein Kampfklotz an? So. Naja, das war ja nicht viel. Aber wir können den plündern. Beziehungsweise Arik kann das machen. Du kannst und du sollst es auch machen. So, ich hab hier... Ach, genau, da hinten läuft er. Oh, der ist ein bisschen stärker. Also da muss ich auch passen, dass er mir nicht zu dicht kommt. Müssen wir die Gegner hier draußen erledigen? Ja, wahrscheinlich. Wie weit ist überhaupt der Radius? Da hinten werden ja auch noch welche sein. Komm, ich schnapp mir die. Die schnapp ich mir auch mal alle. Der will ja hier einmal so eine riesige Runde gehen. Hoffe ich. Sehr schön. Vier fehlen noch. Die werden wir auch noch schnell schaffen. So. Was ist das? Nikengürtel? Da. Nicht unbedingt gut. Also. Kann man auch drauf verzichten. Gut. Die haben alle nichts. Die können wir leider nicht plündern. Aber einen müssten wir noch erledigen. Nee, zwei. Waren das nicht drei eben? Komisch. Na gut, dann machen wir die beiden noch. Wie der hier auf Arik eindrischt. Gibt's doch nicht. Guck mal, jetzt Erschütterungsladung. Haben wir auch schon lange nicht mehr genutzt.
Nutzen wir eh viel zu selten. Aber was heißt wir? Ich natürlich. Ihr würdet es natürlich öfter nutzen, aber ich, so verpeilt wie ich bin, vergesse ich einfach einige Angriffe. So, ich gehe mal wieder oben lang. Ich will jetzt hier echt keine Kämpfe. Hauptsache, wir kommen da hoch. Ja, kommen wir. Gehen wir hier in den Baum lang. Schleichen uns an den Gegnern vorbei. Und betreten jetzt hier die Chemiefabrik, oder was war das? Imperialer Forschungsbunker. Da lautet auch schon der erste Gegner. Toll. Oh Gott, nein. Ja, sind alle etwas schwächer. Ach du Scheiße, ich dachte schon. Der sieht immer schlimmer aus, als er ist. Also, so stark ist er ja gar nicht, aber naja. Wir werden sehen. Und was mir auch aufgefallen ist, immer wenn ich das Mikrofon aus hatte, dann ist natürlich logischerweise der Ton aus und dann ist auch das Summen in dem Video weg. Also denke ich mal, dass das Summen von meinem Laptop, von meinem Rechner ist. Weil ich kann ihn ja hören, der ist ja doch ziemlich laut, weil er arbeitet. Also dann, wenn ihr immer so ein störendes Geräusch habt, das ist dann wohl mein Rechner. Wobei ich auf dem Ohr jetzt selber ein kleines elektrisches Summen höre. Aber das soll mir vielleicht auch bloß Signal geben, dass das Headset gerade an ist oder so. Weil ich glaube, wenn das aus ist, dann ist das Summen nicht mehr für mich da. Will ich jetzt aber auch nicht ausprobieren. Also beim nächsten Mal husten werde ich mal drauf achten und dann, naja, mal gucken. Was hast du für mich? Nichts. Toll. Bams. Kisten zerstören hier. Völlig sinnlos, aber ich muss meine Gewalt freien Lauf lassen hier. Weil mein Frust. So, der Typ ist. Machen wir erstmal ihn weg hier. Sind hier sonst noch welche? Nein, nur die beiden greifen uns an. Ich hätte mich mal heilen sollen. Wird auch völlig überbewertet, dieses Heilen. So. Imperialer Soldat. Das sind drei Stück. Das ist ein Verteidigungsdruide. Ich dachte, der wäre schon kaputt oder so, weil der wird gleich aufstehen. Also nur die drei Gehörner angucken. Sieht schon geil aus. Unsere neue Rüstung. Beziehungsweise der neue Helm zu der Rüstung. Die Rüstung hatten wir schon die ganze Zeit. Das Einzige, was jetzt in letzter Zeit dazu kam, war halt der Helm. Und ich glaube, die Schuhe. Keine Chance. Wir sind einfach zu stark für die Imperialen. Hallo? Wie, was? Oh. Bloß weil ich da durchgucke, so durchluschern tu. Und da sind zwei so eine Roboter, das ist dann immer sehr schön, toll. Oh, Kacke. So, erstmal mal husten. Nee, und das Summen, das ist trotzdem auf meinem Headset. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber das Geräusch, was ich immer auf den in den Videos bei YouTube höre, das ist bestimmt mein Rechner dann. Hier sind zwei so eine Roboter, na toll. Müssen wir die eigentlich töten? Naja, müssen nicht, aber
Wir müssen ja hier irgendwo an den Rechner ran. Mal gucken. Weil wenn wir doch gegen... Ach, da ist die Konsole, gegen... Tupfers-Datenbank. So, erst nochmal weg hier und heilen. Arik, wo läufst du lang? Bist du bescheuert? Oh, Alter, du machst nur Stress. So, das kann ich gar nicht leiden. Du bereitest mir nur Probleme, Arik. Ich sollte dich austauschen. So, sonst noch jemand hier? Hier, da kannst du rein, Arik. Komm rein hier in die Kiste. Und ich mache jetzt zu. Klappt nicht. So, die drei Rotzen waren auch weg. Dann haben wir wenigstens schon mal die Bonus-Quest erledigt mit den Gegnern töten. Gucken, was uns hier noch so erwartet. Also so scharf drauf bin ich ja nicht, dass ich diese beiden Roboter töten muss. Die sind vor allen Dingen, zumal wenn ich einen von diesen beiden angreife, dann greift der andere auch mit an. Denke ich mal. Weil dann wird ja auch Alarm ausgelöst. Also ich... Wahrscheinlich müssen wir so oder so gegen beide kämpfen. Naja. Also hier, Tupfers Datenbank. Tupfer ist ja übrigens der... Habe ich das nicht gedrückt? Naja, auch egal. Dann kann ich ja noch ein bisschen weiter erzählen. Tupfer war der Cyborg, also der, wie heißen die Rasse? Also zumindest hat der Cyber-Implantate. Und das war der Sanitäter von dem Chaos-Trupp. Und der Chaos-Trupp ist ja, wurde ja früher von Arik Jorgen befehligt. Jetzt sind wir der neue Chaos-Trupp und der alte Chaos-Trupp ist ja übergelaufen zum Imperium und deswegen sind wir hier. So, und jetzt. Ihr sucht Tupfer, nicht wahr? Der ist schon lange fort. Stehen bleiben. Keine Bewegung. Redet schon. Keine Gnade für Tupfer. Wie, was? Keine Gnade ohne Tupfer. Ich will eure Hände sehen. Schön langsam. Keine Sorge, ich mache euch keine Schwierigkeiten. Im Kampf hätte ich gegen euch keine Chance. Also lasse ich es. Lasst mich euch stattdessen einen Vorschlag machen. Ich sage euch alles, was ihr über Tupfer wissen müsst. Dafür müsst ihr mich aber gehen lassen. Woher kennt ihr mein Ziel? Das ist hier keine Verhandlung. Auf keinen Fall. Ihr scheint verdächtig viel über meine Mission hier zu wissen. Ihr tragt das Abzeichen des Chaos-Trupps und durchsucht Tupfers Akten. Man muss kein Genie sein, um sich einen Reim daraus zu machen. Es ist ganz einfach. Lasst mich leben, dann sage ich euch alles. Tötet mich und ihr erfahrt nichts. Bitte kommen, Lieutenant. Hier ist Sergeant Dawn. Traut diesem Mann nicht. Ich habe mit ihm im Imperium gedient. Sein Name ist Torus. Was? Wer ist das? Mit wem redet ihr da? Dawn? Dawn, seid ihr das? Torus ist ein Massenmörder, Lieutenant. Ein Kriegsverbrecher. Sprecht weiter. Oh, wirklich? Das macht nichts. Ich höre zu, Sergeant. Redet weiter. Während meiner Zeit im Dienst des Imperiums befehligte Torus die Exekution hunderter Zivilisten und Bombardierungen der unbewaffneten Bevölkerung. Diese Aktionen wurden unter Missachtung direkter Befehle des imperialen Kommandos ausgeführt. Ich bin Soldat. Ich tue, was für das Ziel getan werden muss. Genau wie ihr, Lieutenant. Wir sind verschieden. Dann fangt an. Ihr langweilt mich. Lasst das. Ich töte keine Zivilisten, imperialer Abschaum. Bitte, hört zu. Ich sage euch alles, alles, was ich weiß. Tupfer nimmt Experimente an Rakgulen vor. Er will ihre Krankheit verstehen,
um eine Waffe daraus zu machen. Er ist vor ein paar Stunden aufgebrochen. Sagte, er wolle Freunde in einer zerstörten alten Transportstation besuchen, um mehr Proben zu bekommen.